Und vom DAX schauen wir jetzt weiter nach New York an die Börse zu Manuel Koch. Wie schlägt sich der Dow Jones im Moment, Manuel? Caroline, nochmal einen schönen guten Morgen aus New York. Ja, wir bauen die Gewinne weiter aus, sind jetzt 0,3% im Plus, legen gute 44 Punkte zu 14.339 Punkte, also gehen wieder deutlich über die 14.300 Punkte Marke nach dem Allzeithoch. Gestern also nochmal wieder ein gutes Plus heute. Nasdaq Composite ebenfalls im Plus mit 0,2% 3.227 Punkte. Heute Morgen schon gute Zahlen vom US-Arbeitsmarkt, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 7.000 auf 340.000 gesunken. Und das ist doch dann deutlich besser als erwartet. Denn man sagt, alles unter 350.000 spiegelt eine Verbesserung hier auf dem Arbeitsmarkt wieder. Und wenn wir auf die letzten 4 Wochen schauen, dann waren 3 von 4 Wochen eben unter dieser 350.000 Marke. Außerdem haben wir schon das Handelsbilanzdefizit bekommen. Das ist wieder höher ausgefallen mit 44,4 Milliarden für den Monat Januar. Das heißt also, es wurde wieder mehr eingeführt, als man ausgeführt hat. Und es gab auch Wirtschaftsdaten. Das Beigebuch wurde vorgelegt und das sah gar nicht so schlecht aus, oder? Ganz genau, Caroline. Das ist ja so wichtig. 8-mal im Jahr wird es von den Notenbankdistrikten vorgelegt und da schaut man ganz genau drauf. Und das Ergebnis ist, wir sehen ein leichtes Wirtschaftswachstum, wir sehen eine leichte Erholung auf dem US-Arbeitsmarkt und auch auf dem Immobilienmarkt. Und nur in Chicago und Boston ist die Stimmung etwas gedämpft gewesen. Also positiv eben diese Zahlen von den Notenbanken. Trotzdem ist es noch ein langer Weg, wenn wir auf die Arbeitslosenzahlen schauen und die Quote, die ist ja bei 7,9%. Morgen bekommen wir dann die aktuelle Zahl. Aber 7,9%, das ist noch relativ hoch. Und die US-Notenbank hat das ja gekoppelt bis zu 6,5%. So lange will man weiter Geld in den Markt pumpen. Und die Analysten sagen hier, das wird noch bis zum Jahr 2015 wohl dauern, bis man das wieder erreichen kann. Wir haben uns ja vor einer halben Stunde schon unterhalten. Hast du schon angesprochen, einige Unternehmensdaten gab es heute. Welche waren das und wie sahen die aus? Ja, ganz genau. Heute ist wieder Time Warner im Fokus. Und zwar wird man wie schon vorher die Internetsparte AOL und den Kabelnetzbetreiber Time Warner Cable nun auch die Verlagssparte abspalten. Time Inc. Inc. wird dann als eigenständige Firma an die Börse gehen. Und dazu gehören so traditionsreiche Magazine wie das Time Magazine. Also wirklich ein wichtiges Magazin. Und wir haben eben in den vergangenen Monaten und Jahren ja fast schon diesen Trend gesehen, dass die Umsätze und Gewinne auf der Verlagssparte sinken. Trotzdem die Time Warner Aktie wegen dieser Meldung heute ganz gut unterwegs, 1,8% im Plus. Wir schauen außerdem auf Dell. Vor 2-3 Wochen haben wir ja gehört, dass Michael Dell, der Firmengründer, das Unternehmen gerne selbst zurückkaufen möchte. Und nun wissen wir, es sind noch mehrere Unternehmen an Dell interessiert. Dazu gehören zum Beispiel der Finanzinvestor Blackstone, auch der Computerhersteller Hewlett Packard gehört dazu und der chinesische Computerkonzern Lenovo. Also deswegen wird Michael Dell vermutlich auch sein Angebot erhöhen. Das ist das, was man hier so hört, was die Gerüchteküche sagt. Vielleicht von 15 bis 17 Dollar, das ist so die Spanne, die da eingeräumt wird. Und wir schauen außerdem noch auf Porsche. 32 US-Fonds hatten ja geklagt durch die Übernahme von VW. Und nun haben 12 ihren Widerstand aufgegeben. Aber 20 sind noch im Rennen und da werden wir sehen, was das Berufungsverfahren bringt. Wir bleiben dran, Manuel Koch. Danke für die Einschätzung. Viele Grüße nach New York.